Zu diesem Thema noch kein Video auf dem Kanal, was mich wundert. Also eigentlich auch nicht, denn das war im Jahr 2019 und da hatte ich noch keinen YouTube-Kanal, also schon, aber nicht diesen YouTube-Kanal, glaube ich. Gleichzeitig wundert es mich aber trotzdem irgendwie, weil ich gerne alte Sachen wiederverwende, wiederverwerte für diesen Kanal. ja, deswegen jetzt das Video von mir, wie ich 2019 im Mai an meinem Geburtstag einen Fallschirmsprung hatte. Ja, war auf jeden Fall eine interessante Sache. Deswegen jetzt viel Spaß und ich wollte ja sogar eine Fallschirmsprung-Ausbildung danach machen. Dazu kam es dann aus irgendwelchen Gründen wohl nie. Aber vielleicht hat das Universum mich auch nur davor bewahrt, irgendwie, keine Ahnung, dann Fehler zu machen, beim Fallschirmspringen abzustürzen und zu sterben. Man weiß ja nie so genau. Ja, viel Spaß mit dem Video. Ja, hier geben wir Druck drauf, Becken schön nach vorne schieben, kommst du in Klapsel, kommst die Arme raus. Gerade am Schneiden des Videos, richtig lustig. Hier sieht man meine soziale Inkompetenz. Maya denkt, okay, ich kriege hier eine Hand hingestreckt. Das heißt, ich muss bestimmt die Hand schütteln. Ich denke, ah ja, Hand schütteln, oh was, der macht nicht so was. Und ich denke so, ja, was? Ja, war wieder sehr cool. Und da hat das mir nochmal gezeigt, was das eigentlich ist, diese Handgruß. Naja. Das ist ein Schuss. Aber
Maja, wie war's? Sie ist sprachlos, auf jeden Fall mal. Nicht so schlimm, wie er war. Ich steig einfach mal auf. Komm, ich helf dir. Komm ich. Du kommst los. Also jetzt musst du es nur noch schaffen. Das hast du gut gemacht, Maja. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute nochmal zum Geburtstag. Aber beide. Wie gesagt, aber beide. Ja. Zum Beispiel Flugzeug gehen. Ich geh mal mit. Ja, kann ja.